Einen wunderschönen guten Abend. Guten Tag. So, letzte Folge und vorletzte Folge haben wir hier schon terraformt. Jetzt schauen wir uns ja eine Nummer an, ob das jetzt so fertig ist. Ich finde ja fast schon. Ich finde das jetzt eigentlich ganz angenehm hier. Ist Ja, halt. ich tue hier trotzdem. Ja, so ist besser. Ich habe hier trotzdem so ein bisschen angepasst, weil das ja hier alles so gerade hochging. Aha. Ja. Den Berg hier. Wo auch immer du bist, aber okay, ja. Hier hinter dir. Hinter dir. Siehst du mich? Ich schwebe über dem Fluss. Jetzt bin ich weiter runter. Nee, ich bin auf deiner Höhe Ach jetzt da. ungefähr. Und hier drüben. Ach Wenn du jetzt da. hier rüber tust, den Berg. Und jetzt hier rechts hast du ja auch noch so einen geraden. Ja. Das stimmt. Aber Das das hab ist ich schon mal gut ganz gemacht. cool eigentlich da hinten so. Das sieht geil aus. Vor allem, du Das. siehst leicht die Burg hervorkommen im Hintergrund. Ja, wenn du weit weg Sieht bist, nämlich ja. geil aus eigentlich. Na klar. Das haben wir ja gebaut. Hallo? Muss ja geil aussehen. Und das alles hier drüben, da müssen wir halt irgendwann mal gucken. Denn hier kann es ja irgendwann felsig werden. Der Wald muss ja irgendwo mal aufhören. Aber eigentlich könnte er hier aufhören, wo der andere Fluss ist. Hier ist ja noch ein Fluss. Wollen wir den verbinden? Komm, die verbinden wir miteinander. Nein. Erzählen sie ja schon, oder? Nö. Aber hier finde ich. Ach, hier ist ja ein natürlicher Wasserfall. Mensch, du. Wo? Hier. Den habe ich nie gesetzt. Ja. Oh. Also eigentlich kann man die verbinden. Nein. Na, ich hätte schon eine Die fließen ja da Idee, wo hinten man sie zusammen. verbinden. Hä? Nein. Nein, tun sie nicht. Ach, das ist ja. Der hört ja auf. Das ist ja auch bloß ein See. Na eben. Und schau mal, wir haben hier einen wunderbaren Durchbruch. Genau. Den brauchen wir auch unbedingt. Tja. Wäre jetzt die Frage. Das ist natürlich jetzt schwierig. Man hätte auch hier einen Durchbruch. Das Der ist ein stimmt. bisschen kleiner da, ja. Wir könnten natürlich auch hier einfach das als Insel lassen und das kleine Fitzel hier dort lang führen. Da hast du dann hier vier Flüsse, die aufeinandertreffen. Das ist natürlich. Naja, hast halt Hast eine Wasserkreuzung. eine Wasserkreuzung, genau. Das wär's aber eigentlich, ja. Weil da kannst du nämlich, wenn der Fluss hier weitergeht, weil hier haben wir ja bisher, kommst du dann halt rein in unser Dörfchen. Und hier auf einmal hört's auf. So kannst du wenigstens hier die Brücke weiterziehen, weil ja hier unten ein fetter Fluss noch langläuft. Da hast du nochmal eine Berechtigung, eine Daseinsberechtigung von dieser Brücke. Und hinten geht's dann halt Ja. irgendwann runter. Ja. Naja, wenn wir immer dabei sind, solche Flüsse zu bauen, dann können wir das so weitermachen jetzt. Oh. Also wohin fahren wir denn? Wohin fahren wir denn? Erstmal muss der Fluss ja weiter breiter werden, würde ich sagen, oder? Weil der fängt ja dort an, wird er wieder ziemlich schmal. Ja. Boah, aber wie viel, weiß ich halt nie. Vielleicht so hier. Das könnte man ja mal so hier so ein bisschen Schnickel, Schnackel, Blackel, Kackel, Tackel, Dackel. Haha, Tackel, Dackel, Dackel. Hi. Ah, Mann. Ja, das ist so. Schau mal, du gehst hier einfach an dieser Kante hier entlang. Ja, aber hat nie so weit weg. Nie so viel, meine ich. Also ich baue die ungefähr nach, ja, aber. Ich würde jetzt nie die gesamte Kante nehmen, weil das dann auf immer wieder so hoch ist. Weißt du, sonst wie so ein kleines Ufer dran. Nee, nee, ich Arbeit meine, sparen. mit diesem Abstand. No? Hier vielleicht jetzt nie? Also sonst wird das zu groß an der Stelle und dann wird er wieder kleiner drüben.
an. Ich komme ja irgendwie heute wieder mit meiner Hand an das Touchpad. Super. Ah, du drehst dich auf immer oder was? Ja, irgendwie geht hier alles hin und her, ey. So. Schlimm. Ja, also ich weiß ja auch nie. So. Du sollst mal eine Anschlussstelle finden. Achso, die hier. Ja. Shit happens, was soll's. Geht halt nie anders. Halt nur die Frage, welche Höhe das da drüben ist. Ah, okay. Das muss tiefer werden. Aha. Hier ist Inter tiefer, oder? Jo. Na, und ich habe hier höher angefangen. Also ich muss hier noch ins Tiefer, glaube ich. Das werden wir dann gleich sehen. Ich buddel mich jetzt hier mal so durch und mach das jetzt mal, damit das ein bisschen natürlicher wirkt, einfach von der One-Man-Sicht, nie von oben. Weil ich finde, da kannst du schneller mal irgendwie dich hin und her bewegen. Ach so, Mensch. Ich wusste jetzt nicht, was du meinst. Das ist einfach mal wie so ein Kanalarbeiter. Immer durch wühlst. Dann gucken wir mal, wo ich rauskomme. So, nämlich, ja. So, das war's dann auch schon mit nicht mehr sehen. Jetzt sehe ich wieder viel. Jetzt muss ich bloß meinen. Ach, da! Gut. Alles klar. War nicht mal so weit weg. So. Ja, mei. Kann man schon mal so machen hier. Und das muss noch ins Tiefer. Wieso geht's denn hier lang? Ach so. Zu. So. Ja, ist schon eine ganz schön spannende Sache, das hier mit uns hier so zu gucken. Das macht schon richtig Laune. Ich überlege gerade, was man euch so erzählen kann. Ob es irgendwas Neues in der Weltgeschichte gibt. Gibt es in Minecraft, gibt es da einen neuen Patch? Nee, ne? Weiß ich gar nicht. Hab jetzt nur mal geguckt danach so. Können Sie dann gleich mal gucken. Genau. Das könnte man dann mal recherchieren. Da weiß man nämlich auch, ob wir uns wieder auf was Neues vorbereiten müssen. Genau. Und neue Ideen schmieden müssen. Mhm. Hat. Was hat? Hat Mojang eigentlich nur ein anderes Spiel rausgebracht? Hat's das jetzt mittlerweile? Ich weiß es nicht mehr. Die wollten Ewigkeiten mal eins, aber ob sie das gemacht haben, weiß ich halt nie. Mich würde mal interessieren, das wird doch, wenn Minecraft irgendwann vorbei ist, wird die Firma doch wieder pleite, oder? Wieso? Hat doch Microsoft gekauft. Ach so. Ist doch schon erledigt, das Thema. Den kann das da wurscht sein, wenn die pleite gehen. Ich weiß eh nicht, ob Microsoft damit so ein gutes Geschäft gemacht hat. Die kaufen generell ja ganz schön viel. So jetzt nach den ersten Analysten, Leuten, Menschen da, war der Kauf von Nokia jetzt auch nie gerade das Beste, was sie hier gemacht haben. Also soll wohl auch ein bisschen gefloppt sein, die ganze Sache. Na gut, weil Nokia generell jetzt irgendwie, wer hat ein großes Nokia-Handy? Naja, schon, aber die dachten halt, mit der Marke können sie wieder so ein bisschen nachrüsten. Ja, und weil die ja selber Probleme hatten. Die haben ja selbst ziemlich Probleme, überhaupt in das Smartphone-Geschäft einzusteigen, weil die halt auch viel zu spät dran waren. Und dann holen sie sich halt noch jemanden, der genauso spät ist. Ja. Das fand ich halt ein bisschen komisch. Da muss ich als Laie sogar sagen, ich weiß jetzt nicht, ob das so eine coole Idee war. Aber gut, ich bin ja wirklich nur ein Laie. Ja, aber Nokia hat ja auch den Anschluss da schon verpennt. Naja, eben. Deswegen ja. So, ich mach wieder Tag. Ja. So. Ja, da haben wir ganz schön was abzutragen. Hihi. Und ich sag mal so, ich wollte inzwischen auch nicht mal aufs Windows wechseln. Nee, Windows Phone, ich find's nie schlecht. Ich hab's mir mal angeschaut. Das ist, ja, ist okay, aber nö. Ich bleib halt bei Android. Ich bin zufrieden, weil
wenn ich, das ist halt zu sehr an Apple dann mit diesem Windows Phone gedönst. Du bist halt abhängig von vielen Sachen und wobei es halt nie ganz so krass ist wie bei Apple. Aber du bist halt eingeschränkt an deiner Weise, wie du das Telefon bedienst. So richtig einrichten kannst du es nie. Ich persönlich mag die Kacheln auch nie so. Nie so meine Welt mit Kacheln. Sieht nur alles zu dunkel aus. Ja, du kannst vielleicht eine hellere Farbe einstellen, aber wow. Weiß nie. Ich bin nie so der Kachelmensch. Sag mal, ja? Das fällt mir nämlich gerade ein, wegen Windows 8 und so. Windows 10. Ja. Was hat denn Windows 10? Ich habe nur Windows 7. Ja. Was hat denn das jetzt alles mit Windows 10 auf sich? Weil bei mir kommt laufend dieses Ding, holen Sie sich Windows 10 und so weiter. No? Ist ja kostenlos. Genau. Wahrscheinlich die Grundausstattung. Genau, musst du dich aber registrieren, musst halt machen. Anmelden, dass du es kostenlos kriegst. Ja, ja. Hast du aber das gemacht? Nö. Tja. Ja, aber ist das dann mit Zusatz? Ich glaube, ich habe das Fenster immer noch da stehen irgendwo. Ich habe das auch, ich habe mich aber angemeldet, aber es bleibt halt so lange stehen. Nicht mal anmelden. Aber wie ist denn das? Ist das dann, musst du dann Zusatzpakete kaufen direkt? So soll es, so habe ich es mal gehört, aber die ändern ja auch andauernd wieder ihre Meinung oder revidieren solche Aussagen, die von angeblich auch nie von ihnen kamen. Und boah, wie genau das jetzt funktioniert, weiß ich nicht. Also wahrscheinlich wird kein Media Player mehr drin sein, aber den kann man sich ja nachinstallieren. Und sonst, nimmst einen anderen, genau. Aber ansonsten, ich glaube, für die Home-Variante sollte sich gar nicht so viel ändern. Wie kam es denn auf den Trichter, auf einmal sowas kostenlos reinzubringen? Naja, es ist heutzutage halt so, dass Software nicht mal viel kostet. Müssen sich das Geld halt anderweitig reinholen. Ist auch bei den Spielen so. Kommt ja immer mehr so Free-to-Play und dann kaufst du dir halt die Zusatzsachen dazu. Das ist genau dasselbe Spiel. Wobei sie da bei vielen Sachen noch nicht so die Balance gefunden haben, irgendwie, finde ich. Nie bei allen, nee, das stimmt. Da muss ich sagen, ich bezahle teilweise wirklich lieber, was weiß ich, gewisses Geld für ein Spiel und hab da Spiel. Ja. Also ich sehe es jetzt ja bei den Online-Spielen hier, Arion und so weiter. Da sollen sie halt wirklich so machen, du kaufst dir das Spiel oder sowas und hast damit gewisse Vorteile. Ja. Als statt in diesen Item-Shop und so weiter. Ich finde, das gefällt mir nicht. Nee, finde ich auch nie, weil ich im Endeffekt bezahlst du ja auch wesentlich mehr für das Spiel. Wenn du jetzt im Item-Shop bist, das läppert sich ja auch alles zusammen. Ach, machst du da mal einen Euro und zack, bist du irgendwann, wenn du... Das ging am Anfang nicht viel, aber wenn du es zusammenrechnest... Naja, es wird dann schon, ne? Deswegen habe ich das so gemacht. Ich habe zum Beispiel mal Anno Online gespielt. Dort habe ich gesagt, gut, für dieses Spiel würde ich wahrscheinlich im Laden 30 Euro ausgeben. So, da ich mir für 30 Euro nach und nach immer im 10er Schritten dann solche Rubine mal geholt. Aber das war's dann. Habe ich auch aufgehört. Da muss man sich halt ein Limit setzen. Oh. Ja, ansonsten bin ich glücklich. Genau. Und dann war's das halt. Und das dann halt geschickt einsetzen. Und ich finde, es geht halt nie immer auf Geschwindigkeit. Du musst nie der Erste in der Rankingliste irgendwo sein. Es geht halt auch um den Spielspaß so ein bisschen. Ja. Das ist, boah. Das wäre ja hier, zum Beispiel stellen wir Minecraft mit Itemshop vor. Ja, was willst du denn da groß machen? Das ist, hier wärst glaube ich, Fehler am Platz fast. Na gut, du könntest ja hier zum Beispiel, wenn du die Diamantspitzhacke haben willst, also musst du halt das Rezept dir erst kaufen oder sowas. Ja. Dafür sowas könntest du ja. Aber das können sie jetzt nicht mehr einbauen, finde ich. Finde ich jetzt zu spät. Nee, aber ich glaube, es wäre für Minecraft von Anfang an anders gelaufen. Ja. Die haben den da richtigen Weg gemacht, das nie zu tun. Die haben den richtigen Weg gesagt, so, also die haben sich für den richtigen Weg entschieden, es einfach so zu machen, wie sie es halt jetzt gerade tun. Ja. Und ich weiß ja nicht, wie teuer das noch ist, 20 Euro immer. Na, immer noch der Preis, ne? Genau, so 20 Euro rum. Da sind sie dabei geblieben. Genau. Das ist so coole Sache. So. So, jetzt würde ich sagen, in der nächsten Folge dann. Schauen wir uns hier nochmal an,
dass wir hier das Terraforming hier nochmal machen, weil das ist ja ein bisschen abgehackt hier. Und dann fluten wir eigentlich hier auch schon. Ja, was ist denn das für eine Musik? Ist das Yoshi? Das jetzt? Ja. Nee, das ist von Kevin. Nee, dann habe ich es auch von mich verhört. Okay, alles klar. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.